Die Kieler Universität. Architektonische Kunst in Vollendung. Doch direkt neben die denkmalgeschützte Mensa haben Studenten einfach eine Fahrradreparaturstation gebaut. Fahrradreparaturstation wird super gut angenommen. Das ist der totale Magnet hier oben an der Uni. Hier stehen eigentlich immer Leute und pumpen ihre Räder auf. Aber der Denkmalschutz sagt jetzt, dass das das Bild stört und absolut weg muss. Nur weil Studenten eine Fahrradstation gut gebrauchen können, darf die hier noch lange nicht stehen. Der Schandfleck muss weg. Also ich finde das ziemlich kacke. Also bitte. Die Denkmalschutzbehörde sagt, die Fahrradstation trägt zu einer unruhigen Situation vor dem Haupteingang der denkmalgeschützten Mensa 1 bei. Also es ist eine unruhige Situation für. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht beunruhigt, wenn ich in die Mensa reinspaziere. Also ich fühle mich immer noch sehr wohl und ich freue mich, dass sie hier steht. Und dann hat das Studentenwerk hier auch noch Tische illegal hingestellt, nur damit Studenten mal draußen sitzen können. Die müssen natürlich auch wieder weg, um die hohe Qualität der Außenanlagen zu erhalten. Warum wollen die die weghaben? Es passt halt nicht zu diesen denkmalgeschützten Gebäuden. Da gibt's nichts zu lachen. Die herrlichen Gebäude der Uni Kiel genießen Ensembleschutz. Was das heißt, weiß der Sprecher der Uni Kiel. Die ganze Universität ist ein Denkmal. Das fängt an mit diesem Gebäude, dem Hochhaus, wo unsere Verwaltung drin ist. Wir haben hier die Bänke, die Bodenplatten. Ja, diese wunderbaren Bodenplatten sind denkmalgeschützt. Genauso wie die formschönen Bänke. Deshalb kann hier auch nicht jeder einfach sowas verändern. Wir haben eine Schaltersituation, die wir überhaupt nicht gut finden. Sie müssen als Student hier unten fast reinkriechen, um mit den Mitarbeitern zu sprechen und ihre Sachen zu erledigen. Und das wollen wir gerne ändern, aber das ist alles denkmalgeschützt. Da dürfen wir nicht ran. Die praktischen Schalter aus den 60ern müssen erhalten werden. Aber diese unsinnige Fahrradstation muss weg. Schließlich muss auch die Optik von oben stimmen. Das Denkmalschutzamt sagt, dass aus der Vogelperspektive die Reparaturstation das Ensemble massiv stört. Aber ich frage mich irgendwie, wer fliegt denn hier eigentlich über den Campus? Wahrscheinlich die fliegenden Denkmalschützer. Und die haben sie gesehen. Die massiv störende Fahrradstation.